Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Everspace 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche gute Unterhaltung und viel Spaß. So wie in der letzten Folge ja schon euch mitgeteilt, wir spielen jetzt die Mission Ein Neuanfang, müssen die Ressourcen entsprechend finden, die uns Dex auf die Liste gesetzt hat, um unsere Heimatbasis zumindest vom Strom her auf Vordermann zu bringen. Und er sagte, wir sollen in einem nahegelegenen Trümmerfeld mal Ausschau halten. Ich denke, wir müssen hier hin. Genau, Trümmerfeld. Und dann zeige ich euch mal so ein bisschen. Wir können nämlich hier noch sehr viel mehr machen, als das, was uns zumindest das Spiel jetzt sagt, was wir tun sollen. So, viel Spaß, los geht's. Werden wir uns erstmal hier ein bisschen umgucken. Irgendwo noch was finden, was uns verdächtig vorkommt. Habt ihr das gerade gehört? Irgendwo hat Kevat was getutet. Hier ist was. Seht ihr das? Ganz schwach. Und jetzt hier. Da ist ein Teil, warte mal hier. Upsi. Was haben wir denn hier Schönes? Getarnter Container öffnen. Und wir haben Medizin und Minen. Ui, Minen. Sehr schön. Minen. Die können wir uns ausrüsten, wenn wir wollen. Nehme ich und unsere Sekundärwaffe haben eine Abdenkzeit. Wir können aber dann über die rechte Maustaste sozusagen in dem Weltall hier Minen platzieren, die dann auch entsprechend gerade bei Feindesbeschuss sehr hilfreich sind. So, dann hatte ich hier irgendwo Kristall gesehen. Hier, die abbauen, indem wir einfach drauf schießen. Und alles wird eingesammelt. Oh, eine Minigun habe ich. Cool. Nein, da nicht. Auch nicht. Okay, hier mal glaube ich jetzt nichts mehr. Nein. Gut, dann schauen wir mal. Moment. Schauen wir mal zum Trümmerfeld. Schichten und sie hätten mir ein Ticket nach Eden 12 bezahlt. Eden 12? Was für ein lächerlicher Name. Es gibt dort Seen? Cool, ich liebe Seen. Als ich ein Kind war, ist mein Vater fast jeden Tag mit mir Kajak gefahren. Das war auf Byron 4, kurz bevor der ganze Planet vor die Hunde ging. Was ist ein Kajak? Dein Ernst? Mist, wir haben Besuch. Überlass das mir. Hier haben wir noch was entdeckt. Dann gehen wir mal kurz rein. Ich schließe so lange die Haustür. Container, Eisen und Frachtmodul. Dort, für alle Fälle. Die sind noch relativ weit weg. Da können wir uns jetzt hier nochmal um die Sachen kümmern.
Credits. Und Supragel. Ja, ist gut. So, wir brauchen immer noch das Kühlaggregat. Jetzt greifen wir die mal an hier. Ich würde mal eine Rakete mal ausprobieren. So, das wissen wir. Schaden, zwei grundlegende Arten. Wissen wir Bescheid. Muss sie platt. Wir haben noch keine Lenkraketen. So, wir sind wieder unter uns. Er muss uns entdeckt haben, als wir den Hangar reaktiviert hatten. Also, das mit dem Kajak. Kajak! Das Beste, was es gibt. Sie haben uns Soldaten nie gesagt, wie ihr Klone funktioniert. Aber ich habe gehört, dass sie euch künstliche Erinnerungen implantiert haben, um euch im Kampf zu motivieren. Wenn Kajaks nicht dabei sind, hat eindeutig jemand schlechte Arbeit geleistet. Meine Erinnerungen sind lückenhaft, aber sie sind echt. Sie sind eine willkürliche Mischung aus Erfahrungen meines Klonvaters und jeder Inkarnation vor mir. Sie wurden von Klon zu Klon weitergegeben, bis sie bei mir gelandet sind. Himmel! Du hast also eine Art unsterbliche Seele, die den Körper wechselt? Na, jetzt nicht mehr. Der Kreislauf ist durchbrochen. Wenn ich dieses Mal sterbe, bin ich erledigt. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Nein, was? Nicht abkratzen, bevor ich Kajak gefahren bin. Ich meine es ernst. Sollte ich jemals die Gelegenheit dazu bekommen, dann werde ich das machen. Noch mehr Outlaws. So, wir haben das Kühlaggregat. Gesichert ist, bevor du zurückkehrst. Ich will nicht, dass jemand von dieser Basis erfährt. Ja, machen wir auch gleich. Ich möchte ganz kurz noch mal hier schauen. Und noch irgendwas entdecken. Nicht danach aus. Wäre die Eindringlänge ab? Okay. Hey, Nockroach hatte recht. Wir haben neue Nachbarn. Stellen wir uns doch mal vor. Alles Hallo. Auf der Liste abgehakt. So. Super. Dann bring die Teile her, damit wir den Reaktor in Gang setzen können. Ganz kurz dieser Nebel hier. Das schauen wir uns nochmal an. Und da haben wir auch noch einen Container. Erkunden ist das A und O bei dem Spiel. Und dann hatte ich irgendwo noch mal so einen Nebel entdeckt. Das war hier drüben.
Und hier können wir rein. Raketen. Bam. Was haben wir denn da drin Schönes? Schussfester Container. Ui. Mainframe-Komponente. Und, ui, einen neuen Sensor. Sehr schön. Wichtig und richtig. Du hast deine erste Mainframe-Komponente gefunden. Ein voller Satz davon kann zu einer Mainframe-Erweiterung zusammengesetzt werden. Mainframe-Erweiterungen können verwendet werden, um Attribute wie Feuerkraft, Präzision, Höhenstärke, Effektivität, Resistenz und Expertise zu verbessern. Beachte, dass jede Verbesserung denselben Attribut mehr kostet als die vorige. Ja, das kennen wir. So, jetzt geht's hier raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Basis. Wir gehen, wir fahren, wir fliegen. Da hinten haben wir noch Vorkommen. Das bauen wir noch schnell ab. So. Sehr schön. Was ist passiert? Keine Antwort. Keine Zeit für ein Nickerchen, Kumpel. Ich war nur kurz weggetreten. Keine Ahnung, was das war. Weggetreten? Irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Klingt ernst. Nein, nein, ist nichts Schlimmes. Es sind nur Erinnerungen. Oder ich weiß nicht. Hatte sie schon eine Weile nicht mehr. So ein Klonding, hm? Ich glaube, ich habe mal was darüber gehört. Wenn es wieder passiert, will ich es wissen. Vielleicht müssen wir dich untersuchen lassen. Zuerst sollten wir uns aber auf unsere aktuelle Lage und die Basis konzentrieren. So, wir haben Dex als Crewmitglied erhalten. Wir sammeln im Laufe des Spiels auch mehrere Crewmitglieder, um unsere Crew einfach aufzubauen. Und jedes Crewmitglied hat dann eine besondere Sache für uns, eine besondere Belohnung, die wir über diese Person dann freischalten können. Deshalb ist es unglaublich wichtig, oder dass wir auch unsere Fähigkeiten über diesen NPC entsprechend dann eben verbessern können, dass wir möglichst alle Crewmitglieder zufriedenstellen und für sie einfach die Aufgaben erledigen, die wir zu tun haben. So, jetzt haben wir hier, reparieren ist okay, wir sind gut beim Schuss, Munition auffüllen mit F. Lenkraketen kommen, ja genau, wieder 4 dazu. Macht ihr dann einfach kaufen, so aufgefüllt. Okay, so, jetzt seht ihr hier, oh, das ist alles neu, das war früher nicht so. Okay, herstellen, was können wir machen? Was können wir machen? Altmetall. Ethenium-Kristall-Reaktor. Okay, aber wie machen wir das jetzt hier? Herstellen, nein, können wir nicht. Herstellen. Ich glaube, wir können noch nichts herstellen. Kühlaggregat haben wir sogar 2 Stück. Inventar. Genau, jetzt machen wir erstmal das. So, wir haben hier unseren neuen Sensor. Geringfügig besser, aber immerhin. Immerhin +3 Feuerkraft.
Na? So. Genau. Und ich meine, wir konnten die Sachen auch zerlegen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie das geht. So, dann haben wir hier noch Nanobots klein. Die werden wir uns auf jeden Fall mal ausrüsten, dass wir sie haben. Mainframe-Komponente. Da brauchen wir immer 3 Stück. Und dann können wir hier entsprechend in den Attributen, also zusätzlich zu dem normalen Level Progress, den ihr hier habt, könnt ihr eben diese Mainframe-Komponenten finden, immer 3 Stück, und dann könnt ihr einen Punkt hier in eure jeweiligen Attributsfelder setzen, was ihr eben wollt. So, jetzt haben wir hier Upgrades. Mal gucken. Crew Upgrades. Jedes Crewmitglied bringt eine eigene Reihe von Verbesserungen mit, die in mehreren Stufen freigeschaltet werden können. Das Freischalten erfolgt durch das Erfüllen der Anforderungen. Manchmal musst du nur ein paar einfache Ressourcen bereitstellen, manchmal wirst du auch gebeten, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Genau, das hatte ich euch gesagt. Beachte, dass alle Ressourcen, die du in eine Verbesserung investierst, nicht zurückgenommen werden können. Also überlege immer, wann und wie viel du investierst. Okay. So, und jetzt haben wir hier, genau, wir wollen den Reaktor müssen wir bauen. Und ich meine, dass wir hier alles jetzt haben. F. Investieren. Genau, da braucht ihr 11 Stück und dann macht ihr einfach F, dann füllt er die sozusagen, dann zieht er sozusagen 11 ab. Naja, müsst ihr immer. So. So, das haben wir abgeschlossen. Dann kommen hier 14 Stück. Das auch. Und das Kühlaggregat haben wir auch. So, Reaktor geschafft. Es hat funktioniert. Hätte nie gedacht, dass ich diesen Schuppen mal vermisse. Diese Bloodstar-Idioten hatten mich eine Ewigkeit eingesperrt. Was wollten sie von dir? Was sie von jedem wollen. Credits und Informationen. Pech für sie, dass ich nicht mit Outlaws teile. Wie auch immer, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben Licht, Klimatisierung und Zugang zu Scans unserer Umgebung. Können die Scans mir bei der Navigation mit Supralicht helfen? Ich kann nicht ewig blind fliegen. Gute Idee. Wir können unsere Navigationssysteme nicht wieder einschalten, sonst ortet die Flotte unsere Ärsche sofort. Mhm. Aber mit diesen Scans... Hier, sieh mal. Ceto Outer Rim, Rhodia Orbit und Union Bridge. Weiter können wir nicht scannen? Das reicht fürs Erste. Zumindest für das, was als Nächstes zu tun ist. Du musst zu allen 3 Orten fliegen und nach kleinen Geräten Ausschau halten, die wir Beanies nennen. Beanies? Das ist die Abkürzung für Beanbags. Kleine, selbstgebastelte Signalstörer, die den Stützpunkt vom feindlichen Radar abschirmen sollten. Aber das tun sie offensichtlich nicht mehr. Klingt nach einem Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur dafür, nicht mich. Warum bringen wir ihn nicht zuerst wieder auf die Beine? Keine Zeit. Wir leuchten wie ein Signalfeuer. Wenn wir jetzt nicht herausfinden, was mit den Störern los ist, leben wir nicht lange genug, um Ben zu retten. Kümmere dich um die Beanies und lass uns verschwinden. So haben wir Zeit, eine Lösung für deinen Freund zu finden. Alles klar. So, genau. Sternenkarte, wir hatten ja hier... Nee, hier hatten wir angefangen, sie ist größer geworden. Genau, und jetzt seht ihr im Grunde hier, das sind jetzt unterschiedliche Punkte, die wir anfliegen können. Wir werden jetzt hier erstmal... was machen wir denn? Da seht ihr dann auch die jeweilige Mission. Ne, Union Bridge fliegen wir noch nicht. Wir machen hier erstmal alles fertig. Ich denke, wir können das hier machen. Am Rande des Universums ist schon aktiviert. Zoomen. Wie kann man zoomen? Ach so, Mausrad. Alles klar. Okay, unentdeckter Ort. Da müssen wir auch noch hinfliegen. Upgrades. Ah, okay, Upgrades. Okay, wir hatten ja den Reaktor. So, Dex, was können wir noch machen? Reparaturen. Zahle nur 70% für Reparaturen der Schiffshülle. Das haben wir schon. Zahle nur 70% für die Reparatur von Ausrüstung. Cruise-Antrieb. 2500 Credits. Das habe ich schon mal nicht. Plasma habe ich, glaube ich, auch nicht. Eisen. Okay, ist egal. Wir können uns jetzt hier mal was aussuchen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal auf den Traktorstrahl. Da können wir zumindest mal anfangen.
Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst dann, wenn ich's hab. So. Ich würde sagen, nächste Folge werden wir etwas hier die Gegend erkunden. Abdocken. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit an Bord seid. Mit mir auf der Sentinel. Und wir werden hier die nähere Umgebung erforschen, ja, die Ressourcen sammeln und entsprechend im Level aufsteigen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.